Hi, hi, Cheetah und Tom ist am Start. Kleine Anmerkung, 20 nach 6 knapp morgens. Wir schwimmen, habe auch eine Karte. Was die wenigsten wissen, es müssen nicht alle zur Galeria Kaufhof Sport rennen oder es im Internet bestellen. Denn egal wer, ich habe mich nur mal erkundigt, was es da für Sonderregelungen gibt und was nicht. Wenn einer einen Schwerbehindertenausweis hat, es gibt verschiedene Kontingentanzahlen an Karten. Lass es 300 sein für morgens, 300 für nachmittags. Entweder das Freibad oder das Hallenbad ist benutzbar. Wenn du beides haben willst, musst du beides bezahlen. Es kommt nicht vom Schwimmbad, es kommt von Bremen, diese Ansage. Wenn du diesen Schwerbehindertenausweis hast, egal wie viele Prozente, geh hin. Wenn du Glück hast, hast du eine Karte. Gut, wenn du sicher gehen willst, ja, dann muss man das in der Stadt machen. Ja, von dem her endlich nach langer Zeit mal wieder eine Runde planschen. Schön ins Sohlebecken rein, alles frisch. Okay, dann bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann, ciao.